Also, ihr solltet auch alles an Chitin und Keratin, das ihr findet, mitnehmen, so wenn es irgendwie möglich ist, Ja, weil das das. machen wir eh immer schon. Das Ja, machen wir das schon. ist Wegen Cementing Paste und so. So, ich wohl. baue mir jetzt hier auf das Raft, baue ich mir jetzt mal Schlafsäcke drauf. Eine Route Ja. im Ja. Schrank. Womit soll man denn kommen am besten? So, Ja, dahin. an sich eigentlich, aber wir haben ja schon festgestellt, Tiere wird ein bisschen schwierig. Iguanodon. Vielleicht einfach erstmal auf Rafts, wo ihr Schlafsäcke für euch draufgesetzt habt, so. Weil, also ich werde es jetzt Was so machen, falsch? ich werde mit der Shotgun hinlaufen und ihn einfach dann, nachdem ich den Bait hingeschossen habe, einfach so lange beschießen, bis er halt in diesen C-Modus geht. Und danach ist er ja eh nicht mehr aggro. Dann ist es ja Ja. Ach egal. so. Soll ich mir die andere Shotgun nehmen? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Nimm du dir die andere Shotgun und dann machen wir das beide gemeinsam. Ein Wechsel vielleicht doch einfach. Ja, warum Wechsel? Ja, Können wir auch damit wir gleichzeitig halt. machen. Oder Wie viel gleichzeitig. Munition Das hast du da? Problem bei gleichzeitig ist halt, wenn wir beide gleichzeitig drauf schießen und wir haben ihn in den Modus gebracht, ne, wenn einer dann zu oft drauf schießt, dann machen wir ihm Ja, halt. Ne, du okay. weißt, das ist das Ich Problem. glaube, ich weiß halt nicht mehr genau, wie das mit den Shotguns bei einem 135er ist. So, ich kann das schlecht einschätzen. Oh, warte mal, ist das ein Baryonyx? Nee, ein Suchohimus. Ach du meine Güte. Also ich habe jetzt hier ungefähr 100 Schlafsäcke drauf gebaut. Das müsste eigentlich reichen. Also, Man kann ihn ich mehr wäre ja haben. auch ein Fan davon. Das mit dem Reinrennen, schön gut. Die anderen sollten auf jeden Fall im Hintergrund bleiben und mit den Longnecks draufschießen. Ja, genau, das ist auch Zusätzlicher Damage. möglich. Also, ihr anderen Leerari-Ritzi, ihr solltet euch auf jeden Fall 24 eine. Schuss habe ich noch für die Long Neck. Ja, davon haben wir auch Ah, noch ich habe auch noch was. welche. Können wir auch noch was mitbringen. Wobei ich auch festgestellt habe, dass es mit dem Tier auch ganz gut funktioniert. Also, Ich glaube aber, den Dominus. Ja, das ist Ne? natürlich dann Ja, riskant. ne? Sonst haben wir noch irgendein anderes schnelles Reittier über das oder von dem man ausschießen kann? Nur der Iguanodon. Ja. Iguanodon, ja. Der, den wir gerade gezähmt haben, quasi. Nein, ne? Sonst das wäre nämlich meine Lieblingsmethode eigentlich mit so schnellen Tieren um den herumlaufen, dass wir dem durchgehend auch mit den Shotguns halt Damage drücken können. Ich würde den jetzt schon mal die Bait so langsam tatsächlich hinschießen. Wir sind noch nicht da, ne? Ja gut, ich kann ja schon anfangen an sich, oder? Ja, klar. Also die Schlafsäcke sind hier. Tiere sind auch hier, das ist eine Weile weg, also ne, ich laufe da jetzt schon mal hin. Ich gucke mir zumindest schon mal an, ob er noch hier in Reichweite ist, ob wir noch hier irgendwas wegmachen müssen. Hol mir noch einen Happen Fisch. Da vorne Also, läuft irgendwas ihr habt anderes alle eine rum. Longneck, ne? Ihr anderen. Ja. Gut, dann bringe ich auf jeden Jedenfalls. Fall nochmal Muni mit. Also da. Shotgun-Muni, wie viel Munition sagtest du jetzt hast du, Spiegel? 32. Ne, 33 Schuss habe ich. Okay, dann bringe ich dir auf jeden Fall nochmal 50 mit. Sehr gut. Ich muss noch Hugobs wegmachen hier. Hier laufen noch andere Viecher rum. Hab dann, lass ich schon mal hier hinten stehen. Ja, ich nehme das Iguano dann mal mit. So. Aber Schlafsäcke auch. Harry, bist du schon los? Oder? Nee, ich war irgendwie verwirrt. So, hast du eine Longneck? Ja. Hast du genug Munition? 50 Schuss. Reicht. Reicht, mehr brauchst du nicht. Okay. Was mache ich? Kannst schon mal dir irgendein Reittier suchen. Vielleicht ein Raptor, mit dem du halt schnell weglaufen kannst und dann dich zu einem Raft gesellen. Okay. Also der Indominus steht da hinten jetzt so ziemlich wie angewurzelt im Wald. Ganz still und steif und macht irgendwie gerade nichts. Still und starr und stumm. Dann mache ich mal hier vorne noch diesen Tiger oder Karcher oder was auch immer es ist. Mache ich jetzt auch noch gleich mal weg. Der ist auch verwundet. Reparier Dass das der uns Raft in der gleich. Zeit. Ja. Wo seid ihr denn auf welchem Raft? Insel gegenüber, also Ja, dem die Anhieb sind besser gesagt. schon los. Ja, wir sind ja schon unterwegs, ne? Wir nehmen uns jetzt unser eigenes Raft, oder wie? Irgendeins, jo. Dass die waren dann gerne noch ein bisschen leveln, aber naja. So, da Naja. vorne ist jetzt der Auf dem Indominus. Weg dahin können wir bestimmt noch ein paar Tierchen kaputt beißen, dann kriegst du noch Level. Ja, wir haben auch Der gerade den bewegt sich Terizino gerade echt mal. nicht. Der hängt anscheinend wirklich fest. Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Moment. Ja, Ich bräuchte dann jetzt nur zählt jemanden, doch um mich. nicht. Ja, zählt doch nicht.
Ja, aber ich kann ihn ja die. Moment, ich kann ihm aber doch die Bait hinschießen, damit er zur Bait läuft. Das meine ich jetzt. So. Oder dass er mich halt angreift, das meine ich. Aber es müsste jetzt vielleicht jemand mal zu mir kommen, dass ihr den Spino von mir wegpfeifen könnt. Ja, wo bist du? Beim Indominus hinten? Beim Indominus, genau. Einfach weiter zum Wasserloch hinlaufen. Also wir fahren jetzt los. Ja, okay. Ah, da. Okay, bin da. Sehr gut, dann gehe ich jetzt hier nämlich runter und dann setze ich mich auf den Anrufbeantworter. Ich habe 4 Baits dabei, 4 Trophy Baits. Geh mal ein bisschen zurück, ne? Ja, okay, er hat die Trophy. Ah, komm, er hat sie gleich. Ja, er hat sie gefressen. So, jetzt muss ich ihn beschießen. Er läuft weg, lol. Ist schon mal gut. Er dreht mir den Arsch zu. Zählt das? Ja, das zählt. Continue to attack to show your worth. Okay, jetzt muss ich nachladen. Jetzt kommt er zu mir. Er dreht. Ich lade gerade meine letzten paar Schuss. Der haut aber immer noch ab. Ja, stimmt, der haut immer noch ab. Hä? Ist er du? Okay, Cowardly Tactics. Kevin, okay. Bist du's? Ich lauf mal hinterher, ne? Er kommt wieder. Jetzt kommt er. Ari, guck mal mit der K-Perspektive genau unter uns. Will ich das denn? Hast du mal wie dick gelesen? Er schreit. Was? Kann gar nicht. Er will. Ich hab's. Er akzeptiert mich. Echt? Ja, er akzeptiert mich. Ich bin runtergefallen. Hier, wie heißt er? Du kommst nicht drauf. Wir können aber gerade nichts. Achtung. Wir dürfen ihm nicht wehtun. Ich hab ihn gestreichelt. Wisse? Wir brauchen gar nicht 2 Shotguns. Alles gut. Okay. Alles cool. Alles laufen cool. Die alle weg? Also wäre der jetzt nicht weggelaufen, sondern auf mich zugestürmt, wäre ich natürlich tot gewesen, ist klar. Aber so. Wahrscheinlich, weil er vorher festgehangen hat, ist er weggelaufen. Das kann natürlich sein, dass er den Weg nicht gefunden hat. Mal so eine andere Frage, was für Level seid ihr? Ich kann gucken, warte, ich bin 80. Gott, hier aus. 83 bin ich. Ich bin auch 83, ja, dann müssen wir noch ein bisschen leveln. Ah, ja, das kriegen wir ja heute alles hin, denke ich mal. Ja, aber dann brauchen wir jetzt gar nicht mehr zu euch kommen, ne? Wenn ihr sowieso... Okay, wir haben ihn jetzt ja. Gut. Also, es ist sogar ein Weibchen, es ist eine Indomina. Es ist eine Indomina! Ja, es war wunderbar. Voll gut. Indomina ist wunderbar. Ich fühle mich so langsam hier. Und ich habe sogar noch 5 Schuss in meiner Shotgun, wollte ich nur mal so anmerken. Sehr schön. War Präzisionsarbeit hier. Ja, willst du dir neue Munition abholen? Ja, nö, ach, brauch jetzt glaube ich nicht. Okay. Aber wie er aussieht. Er sieht schön aus. Indomina Rex. Lass dich nicht von dem Skorpion töten, ach. Hier nicht wegschieben. Verlaufen. Hallo? Ja, solange hier immer noch jemand ein bisschen aufpasst, was hier so passiert, ne? Nicht, dass ich jetzt hier alleine rumstehe, ne? Ich sehe jetzt nicht unbedingt, was hinter mir passiert. Der entscheidet sich gleich um. Warte mal. So. Bei 99% so. Nee, der hat dich nur verarscht. Ja, das wär's. Die sind doch so intelligent, ne? Und von wegen hier, ne? Der tut nur so. Der tut nur so. Mich anguckt. Oh. Ultimasaurus. Ja. Was, Ultimasaurus? Sowas will ich jetzt nicht hören. Ja, ich glaube, ich stand gerade im Chat. Also im Ingame-Chat nicht. Ja. War das dieser Trike-Rex-Mix? Ja, stimmt, ich glaube ja. Der mit Trike, Ankylo und Rex kombiniert. 54% hat er schon. Aha. Indomina Rex. Ach, wir könnten mittlerweile auch mal einen Sattel für den Giga machen, oder? Du hast das doch umgestellt, Spielbänder, also quasi... Ich hab das umgestellt, ich hab die ausgetauscht, ja. Dann machen wir das gleich mal. Also nochmal kurz zur Erklärung, es war so bisher, dass der Giga-Sattel auf Level 90 und der Indominus-Sattel auf Level... 60, was war es nochmal? 50? 60 war? Also 60, 50, auf jeden Fall niedriger. Und ich habe das jetzt halt umgestellt, weil sich herausgestellt hat, dass der Indominus Rex das deutlich stärkere Tier ist als der Giga, deswegen ist der Indominus-Sattel jetzt auf Level 90 und der Giga-Sattel halt deutlich früher. Was halt irgendwie von der Rangfolge her mehr Sinn macht. Ich finde das auch gut, wie er gerade einfach nur dasteht und einfach nicht so wirklich rumläuft. Ja. Sie, angenehm. Verzeihung. Lauf. Wieso? Ich habe keine Ahnung, wie viel Damage dieses andere Tier macht. Achso. Ist das nicht ein Baryonyx?
Nee, es war. Ja? Da hat was ganz Großes gebrüllt. Ja. Zu Homie muss war das, oder? Giga, was ihr sagt? Das ist ein Giga? Jo, Giga Level 25. Ja, ich glaube, der Shotgun würde ich ihn auch gleich kriegen. Ich vergeudete Muni, nimm die dann hier dafür. Ja, meine Ivano dann wahrscheinlich, oder? Um die Frage zu beantworten, ja, ich achte auf den Chats. Wenn ich einen ruhigen Moment habe, wo ich mal reingucken kann, lese ich durchaus auch mal was. Allerdings natürlich nicht immer, weil ich natürlich hier auch aufpassen muss, was hier passiert. Weil es bringt ja nichts, wenn ich gerade auf den Indominus schießen will und dann schieße ich daneben, weil ich gerade den Chat lese. Das ist irgendwie... Ich schieße lieber daneben, weil ich nicht schießen kann, sagen wir es so. Ich habe mir doch überlegt, gibt es jetzt einen Kommentar? Ich glaube, sie hat ein Geschenk gemacht. Ja, guck mal, sie hat dir Chitin geschenkt, 100 Stück. Oh! Ja, nur 100, kein Salz. Das haben eh auch viele Leute unter die Folgen geschrieben, dass ich das nie gerafft habe, dass die mir Geschenke gegeben haben die ganze Zeit, die Tiere, die ich gezähmt habe. Weil ich das immer nicht, ich habe das halt immer nicht gesehen, weil ich nicht lese, was da oben steht. Und die Päckchen übersehe ja, ich auch dann, mal. Ja, dann, wir gehen mal wieder runter, ne? Alles klar. Okay. User was moved User out of left your channel. Da stand dann immer, Spielbär, du hast das Geschenk übersehen, was er dir gegeben hat. Ja, es tut mir leid. Da seht ihr mal, wie leicht ich abgelenkt werden kann. Wie er jetzt einfach weggeht. Ich habe ihn gleich, 99,7%. Sie. Sie habe ich gleich. Ja! Politisch korrekt bleiben. Nice. Indomina! Level 202! Juhu! Ja! Wunderschön, wie sie guckt. Sieht sogar weiß. Da sind sie ja immer. So, kann ich da schon drauf? Nee, natürlich nicht. Ich brauche einen Sattel. Nö, das, haben Sattel wir dafür. Das haben wir ja gerade gesagt. Mein Gott, was für eine dann lange Leitung. Wir jetzt zum Floß. Zum Floß. Einflößen müssen wir jetzt. Wir müssen ihn einflößen. Oh, sehr gut, es regnet. Da muss ich ja gar nicht selber trinken gehen. Wie das Ende da vorne abgeht. Wir haben es geschafft. Wir haben den Indominus gezähmt. Lustig wäre, wenn der Indominus wie im Film auch einfach durchdreht, weil er halt so will. Man sitzt drauf und plötzlich dreht er durch und killt dich. Tja, das wäre so lustig. Das wäre so unglaublich lustig. Da würde ich mich so kaputt lachen, wenn das passiert. Ich glaube, ich töte jetzt hier noch den Philobiten. Der ist Level 15 und kriege ich platt. Oh. Der Indominus hat dieselbe Idee. Hey, Moment mal, wie, auf was ist denn der noch eingestellt? Warte mal. Ich sollte den mal auf passiv stellen. Pick your target oder so? Der ist auf dein Ziel angreifen, genau. Den machen wir mal gleich auf passiv, damit er mir nicht vom Floß hüpft gleich. Wenn der Lizüchtes kommt. Spielbär hat halt eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Eichhörnchen. Nein, wie ein Einhirn. Ich habe die Aufmerksamkeitsspanne eines Einhirns. Das haben wir doch vor langer Zeit schon geklärt. Mhm. Toll, jetzt habe ich meine 3 Millionen Schlafsäcke, die ich platziert habe, überhaupt nicht gebraucht. Ich dachte, das wäre viel krasser. Mal. Ja, wenn wir wieder Rare Sightings zähmen, dann spätestens brauche ich die. Geht das? Das werden wir gleich rausfinden. Sieht gut aus. Ist er drauf? Nee. Nee. Er muss, das Floß muss näher ans Ufer. Ja, nur haben die Dinger keinen Rückwärtsgang. Dann müssen wir einen Bogen fahren. Und ich versuche den Indominus wieder ein bisschen zurückzuziehen. Okay, da drüben, alles klar. Oder so. Ja, ich versuche eine Kurve zu fahren. Zur Not müssen wir halt zwei Touren machen. Einmal mit, obwohl die Spinos müssen gar nicht aufs Raft. Nee, die müssen nicht. Die können ja schwimmen. Geht so. Die Indomina muss aufs Raft. Ich glaube, das ist immer noch zu weit weg. Das ist immer noch zu weit. Es muss richtig ran ans Ufer. Noch ein paar Ehrenrunden drehen. Wir könnten natürlich mit ihm auch da vorne an die Landzunge. Da müssen wir nicht so weit fahren. Ach, das ist jetzt so. Schoki heißt der Raptor. Sehr schön. Ich glaube, Ari hat den Namen gegeben, kann das sein? Den habe ich vorhin vergeben. Echt? Das könnte von Ari sein. Das stimmt, ja. Oh, Moment. Das hat wieder nicht geklappt. Okay. Ich versuch's mal von der anderen Seite. Kannst du den Spino mal hier? Oder warte mal. Rückwärtsgang, dass die sich verhaken. Jetzt brauchen wir bestimmt die ganze Session, um den Indominus auf das Floß zu bekommen.
kann sich nur noch um Stunden handeln. Los, komm rauf, du Indomina. Der rutscht immer runter, kann das sein? Zu groß für ein Raft? Gibt's sowas? Oder das Raft hat so eine komische Hitbox, dass der dann... Oder er hat so eine komische Hitbox. Ich weiß nicht. Wir können ja mal versuchen... Der schwamm ja jetzt nicht so langsam, oder? Wir könnten theoretisch versuchen, ihn hinter den Spinos herzuziehen, wenn wir schwimmen. Wir schwimmen, dann... Ja, wir gehen schwimmen. Ich pfeife ihn. Wenn wir mit den Spinos aufpassen, dass nichts Gefährliches kommt und das direkt töten, dann ist das an sich ja kein Thema. Ja. Ist ja nur das kleine Stück hier rüber. Unten schwimmt wieder Moby Dick. Moby Dick? Das ist natürlich so ein bisschen so ein Ding, der Pottwal oder Buckelwal. Ne, Moment, das ist ein Pottwal, ne? Moby Dick ist ein Pottwal. Er ist natürlich kein. Ja, okay, er schwimmt. Der ist natürlich kein Dino, beziehungsweise, ne? Das ist ja ein Säugetier eigentlich. Wale sind ja Säugetiere. Das wäre quasi das einzige Säugetier, das hier vorkommt. Im Projekt. Abgesehen von den Bären, die sich irgendwie dazwischen gemogelt haben. Wie auch immer das passiert ist. Die sind mir halt gefolgt. Okay, ich hoffe, der ersäuft jetzt noch. Mantas am Arsch. Ja gut, das ist jetzt erstmal egal. Er ist ja passiv. Solange er ein bisschen schneller ist als die Mantas, und er ist schneller als die Mantas, klappt das, glaube ich. Ja. Komm raus! Jawoll! Wir haben ihn gerettet hier. Ich hoffe, wir können jetzt hier gefahrlos durch das Tor gehen. 20 Indoraptor. Ey, ohne Witz, hier ist einfach mal der Suchomimus am Start direkt. Er hat mir ein Rezept gegeben. Rockwell Curry. So, ich gehe jetzt mal hier ein bisschen in den Weg, weil hier sind ein paar gefährliche Viecher. Ich meine, der Indominus und der Spino, die haben ja damit kein Problem eigentlich, aber die gehen mal auf Nummer sicher. Hier Rugops töten wir mal direkt auch. Der läuft sogar weg, der Rugops. Der weiß genau, dass ihn das nicht bekommt hier. So, wir haben die Indomina Rex haben wir am Start. Da war ja was. Ich zieh die mal hoch, ne? Hm. Wir haben sie. Wir haben sie. Und da klingelt direkt das Telefon. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe jetzt auch noch 3 Trophies. Also wenn wir jetzt noch einen finden sollten, irgendwo, könnten wir den natürlich direkt auch in Angriff nehmen. Aber ich würde sagen, wir helfen jetzt mal so ein bisschen mit beim Farmen, beziehungsweise wir gucken mal, was jetzt schon fertig ist hier. Wir haben jetzt hier die Echo Trees Landscape und Echo Trees Garden Deco. Wow, Moment mal, bei Landscape nicht schon mal. Was war da nochmal drin? Felsen, Pflanzen, Trees. Genau, das alles, wie es sein soll. Echo Trees Garden, da haben wir dekorativ. Fences. Genau. Oh, Gartenzäune sind da drin. Lampen. Möbel. Bänke haben wir da. Planters. Strukturen. Ah, da gibt es hier so Ranken für Wände und so. Trophiary. Ah, hier gibt es Heckendinos. Aus Hecken. Da kann man dann so Heckenfiguren als Dinos. Heckendinos. Alter Schwede hier. Brunnen gibt's auch. Schön. Da haben wir einiges zum Gestalten auf jeden Fall. Und guck dir mal den Indominus an. Dann. Die Werte. Ja, warte, ich guck. Indomina hat 18.800 Leben. 389% Mini-Damage. Mhm. 2340 Gewicht. Alter Vater. Nicht schlecht. Ich glaube, das ist so ein Tier, das ist dann gedacht, dass man damit dann wahrscheinlich auf diese Alphas drauf geht, ne? Hier. Peinlich. Diese Alpha 06 und hast du nicht gesehen. Ein Ei von Amy liegt hier rum. Und dann haben wir hier, genau, die MR Rad Tools Smithy. Und da kann man jetzt zum Beispiel so tolle Sachen machen wie die CDW-Strukturen, die wir schon angesprochen haben, die schalte ich jetzt auch erstmal alle frei. So. Den
Keller hatte ich, glaube ich, gar nicht mit reingenommen. Kann ich mich erinnern. Genau, Struktur, genau, alles wie es sein soll. Da könnte man jetzt natürlich schon ein paar Strukturen machen. Wir haben jetzt hier schon die Möglichkeit, welche zu machen. Herstellung, genau. Nacht. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Das ist witzig, ey. Bei genau. Nacht gehen die Fackeln alle automatisch an. Ja, das ist bei S+, ne? Die S+-Fackeln sind das. Die haben da so Autofunktionen. Genau, hier haben wir jetzt die CDW-Strukturen. Die werden wir benutzen, um sie für unsere Gehege zu verwenden. Unsere Dino-Gehege. Das ist jetzt der Plan. Da fehlt natürlich wieder Cementing Paste. Das heißt, da müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt nochmal ein bisschen gefarmt kriegen. Mhm. Also mehr Chitin und so. Der Indominus hatte gerade auch noch einen Kolobiten gefressen, glaube ich. Aber ihr habt das schon alles rausgeholt, kann das sein? Ich nicht, ne? Ja. Ah, hier ist nochmal Keratin. Keratin auch, ganz wichtig. Keratin, da kann man auch Cementing Paste draus machen. Das packen wir mal alles hier rein. Ah ja, okay, jetzt ist es Nacht. Wir müssen vielleicht auch mal eine Batterie für unsere Solaranlage craften. Dann haben wir nicht das Problem, dass wir nachts nichts machen können, wenn der Strom weg ist. Müssen wir mal schnell schauen. Ich soll mal gucken, was man dafür braucht. Die musste man ja in der Solaranlage selber craften. Jetzt muss ich mal gucken, wie sind wir mal aufs Dach gekommen? Über die Rampe, ne? Schauen wir mal, wo war jetzt die Solaranlage? Hier ist die Solaranlage, genau. Für eine Batterie brauchen wir Metall, Elektronik und Polymer. Das mache ich jetzt mal. Jetzt ist das so nervig, wenn wir die Workbench da hier, die Chemistry Bench nicht benutzen können, weil uns der Strom ausgeht nachts. Also Polymer, Metall. War doch bestimmt hier noch irgendwie was. Oder auch nicht. Gerade Mangelware so ein bisschen. Echt? Das ist schlecht. Hallo. Ah, nee, wir doch, haben hier ist Metall. Rex-Level 130 gefunden. Oh, sehr gut. Ich würde jetzt mal... Wollt ihr noch wissen, wo der ist? Ja. Wenn ihr von der Base dieses linke Tor, ne, das was wir ja... Dieses Eingangstor quasi, da wo wir häufiger raus sind, wo ja das Wasser direkt davor ist, über das Wasser quasi rüber und dann an der rechten Seite. Sehr gut. Da ist ein Rex-Level 130. Ich weiß, dass ihr gerade für die Shotgun farmt, aber ich muss mir jetzt hier mal ein bisschen Metall abzweigen, weil ich würde gerne mal für die Sonnenkollektoren Batterien machen, damit wir nachts auch Strom haben. Momentan fällt uns nämlich immer die Chemistry Bench nachts aus. Ja, ja. Da brauche ich leider ein bisschen Electronics und Metall für. Okay. Bisschen Metall läuft jetzt oben auch durch. Aber wo gibt es denn überhaupt hier Metallvorkommen? Also einmal da auf der Insel, wo wir eben den Indominus geholt haben. Dann vor der Base im Wasser. Und ja, daneben halt auch noch an Land. So. Also, mal schauen, ob ja, da wo du vorhin den Ankühler geholt hast, ungefähr auch noch. Hoffentlich werde ich nicht gefressen. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich dich gerne begleiten. Ist auf jeden, der ist auf jeden Fall ganz stark, der kriegt fast alles kaputt. Außer vielleicht ein Indominus. Ich wollte sagen, ich komme mal mit dem Spino mit. Dieses Reiten auf dem Ankühl ist immer noch so geil. Sieht so bescheuert aus. Hier steht auch nochmal der Hinweis in den Solarkollektoren selber. Craft Batteries to provide power when there is no sunlight, also wenn kein Sonnenlicht da ist, muss man Batterien benutzen. Und das habe ich jetzt hier mal gemacht, ich habe die jetzt gecraftet. Die müssen natürlich auch gecharged werden, das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, also in der nächsten Nacht aber sollte das dann gehen. Und ich glaube, man brauchte tatsächlich auch so 7 Stück, um die Nacht komplett zu überbrücken. Hier im Wasser? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall sollte das jetzt erstmal so passen. Den Rest der Ressourcen nehme ich jetzt mal wieder mit. Ja, hier ist wieder was nachgespawnt.